Hallo und willkommen zu Live im Weidenkreis mit dem lieben Björn. Und dem lieben Kilian. Guten Abend. Grüß Gottle. Es ist schon wieder Dienstag. Die Zeit rast. Eine schreckliche Woche liegt hinter uns allen. Genau. Kann gar nichts dazu sagen. Du musst dein Mikro noch anstecken. Ja. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend auch von mir. Wie immer bitten wir um eine ganz kurze Lautmeldung in Form eines erhobenen Daumens oder vorzugsweise eines Herzens, ob man uns verstehen kann. Oh, wie süß. Danke. Genau. Wir fangen einfach mal schon mal an zu reden, oder? Ja, ja. Sonst reden wir halt miteinander, was auch schön ist. Genau. Also, oh, das ist sehr schön, mein lieber Vielen Freund. Vielen Dank. Und auch Axel, danke dir. Heute sind wir wieder in Fellbach. Hier um die Ecke, weil Leihwandhandlung Kreis ist ja, wie ihr wisst, in Stuttgart. Fellbach ist ein Katzensprung, muss genau. man wirklich sagen. Ne? Also ein paar Kilometer von hier. U1. Ja, genau. Die U1 oder die S-Bahn. Fährt direkt nach Fellbach und damit eigentlich direkt ins Tor zum Remstal, sage ich mal. Ja, das und auch. In einen Ort, in dem es 3 VDP-Weingüter gibt. Das ist Aldinger, Schneidmann und Weingut Heid, der uns heute Abend hier auch zugeschaltet ist und den wir gleich dazu holen. Weingut Heid, ganz tolles Weingut, ganz toller Typ. Und der Wein, den du rausgesucht hast, Kilian, der ist was Besonderes auch, oder? Ja, ich habe in den Text ja schon reingeschrieben, dass es eine österreichische Rebsorte ist und ein Pinot. Und da habe ich vorher nochmal recherchiert, eventuell ist es eine französische Rebsorte und kein Pinot. Da streiten sich die Geister noch ein bisschen. Aber es geht um St. Laurent, eine relativ seltene Rebsorte. Ich glaube, nicht nur hier in Württemberg relativ selten, sondern generell in Deutschland relativ selten. In der Pfalz kenne ich ein paar Weingüter, die den machen. Ich glaube, im Remstal gibt es noch ein weiteres, aber ob sie ihn noch machen, weiß ich nicht. Deswegen, was mit Seltenheitswert, super dunkel auf jeden Fall. Vielleicht liegt es auch an der Unterlage, aber ja, schon eher ein bisschen dunkler. An der Unterlage. Wir riechen mal rein. Sehr kirschig. Mhm. So eine ganz reife, saftige Kirsche. Mhm. Lakritze. Ich sage jetzt ja jede Woche Lakritze und bin auch immer sicher, dass es stimmt, weiß gar nicht. Doch, heute würde ich es auch sagen, ja, ja. Auch an euch zu Hause, wer den Wein hat, sehr zum Wohl. Manchmal kann man einen nur trinken und über nichts anderes nachdenken. Deswegen auf euer Wohl, auf unser Wohl. Cheers. Noch relativ voll im Geschmack. Also 2019, glaube ich, oder? Jahrgang? Ja, ja. Mit 12,5 Volumenprozent. Wow, 12,5, okay, wow. Echt kräftig. Ich finde, vielleicht verpönt das zu sagen, neben dir, Kilian, hier, aber hat das nicht ein kleines bisschen noch was von einem Portugieser? Ich trinke nicht so viel Portugieser, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber das wäre vielleicht ein guter Punkt, um den Markus mal dazu zu holen. Ich glaube, er hat gerade geschrieben, dass es technisch noch ein wenig schwierig ist. Wie immer gilt für euch, liebe ZuschauerInnen, wenn ihr den Wein auch trinkt, natürlich hoffen, schreibt uns gerne, wie er euch schmeckt, was ihr dazu esst vielleicht. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt zu Markus, könnt ihr die natürlich auch jederzeit stellen. Da ist er. Guten Abend, Markus. Jetzt, hallihallo miteinander. Grüße dich. Markus Heid, live aus Fellbach, hier bei uns beim Weinkreis. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Gut. Hätten wir das geklärt. Was soll man sonst diesen Tagen sagen? Ja, man darf, glaube ich, nicht zu tief gehen. Es ist so wunderschönes Wetter gerade. Was geschieht bei euch im Weingut, im Weinberg? Seid ihr draußen? Habt ihr gefüllt? Füllt ihr noch? Was macht ihr gerade? Ja gut, wir haben letzte Woche gefüllt und diese Woche liegt jetzt wirklich das Augenmerk wieder im Weinberg. Man sieht es vielleicht, ich habe einen roten Kopf. Ich habe heute erst den Sonnenbrand mir abgeholt, gefühlt. Vielleicht ist es aber auch nur die Kälte oder die Aufregung. Keine Ahnung, also irgendwas muss ein anderer Grund sein. Ja, aber es ist unheimlich schön tagsüber draußen, aber zum Glück ist es nachts noch kalt. Also
Man friert da morgens die ersten 2 Stunden und ich beobachte ja, gefühlt ist man eigentlich eh irgendwie schon Anfang April, weil der ganze Winter ist mal wieder ausgefallen. Das macht mir große Sorgen übrigens, aber weil die Frostgefahr wird einfach wegen dem erhöht die letzten Jahre. Ja. Frostgefahr, weil halt die Winter nichts mehr taugen. Die Reben treiben zu früh aus, aber jetzt tut es aber gerade trotzdem schöne Wetter ein bisschen langsam und ich sehe es an den Mandelbäumchen bei uns im Lemnor stehen, ein paar Mandelbäumchen. Und Ja, ich habe richtig, vor einer richtig. Woche schon gedacht, die fangen mit Blühen an, aber sie wollen nicht richtig. Also die sind so in den Startlöcher am Aufblühen, aber es geht nicht auf. Also von dem her sehe ich lieber noch morgens ein bisschen frierer und der Tag genießen. Was heißt denn morgens für dich? Wann beginnt der Tag als Winzer in Fellbach? Wahrscheinlich wie woanders auch, mal um 8 fangen wir an. Also, Oh, das geht ja noch. das geht ja sogar eigentlich noch, Ja. ja. Bei mir ist es ein bisschen später. Wir haben da jetzt ja einen St. Laurent im Glas. Und das ist jetzt nicht so die mega typische Rebsorte für hier. Wie bist du zu der Rebsorte gekommen oder wie hast du die Idee gehabt, den zu pflanzen? Oder stand der schon? Gut, St. Laurent stand ja schon früher im Remstal. Ein bisschen was steht ja an der Stuttgarter Gemarkung. Ist so eine alte Rebsorte, die bei uns schon früher eine Bedeutung hatte, aber dann so in diesen 50er Jahren, 60er Jahren verschwunden ist, weil die Erträge waren zu gering für die damaligen Verhältnisse, was man so wollte. Und die Kellermeister haben immer gejammert, dass sie mit der Säure nicht klarkommen, für Rotwein. Und im Grunde genommen war ich eigentlich, wo ich diese Rebsorte so für mich entdeckt habe, war ich eigentlich der Zeit voraus, kann man fast sagen. Also da hat noch eigentlich keiner so, wir haben die gepflanzt Ende der 90er Jahre, das erste Mal, der erste Weinberg. Und damals haben wir eigentlich noch nicht daran gedacht, dass so Klimaerwärmung so ein großes Thema wird. Weil St. Laurent ist so eine Rebsorte, die färbt zwar unheimlich früh, man hat das Gefühl, das ist reif, die Trauben schmecken. Da kommt auch übrigens der Name her vom heiligen St. Laurentius. Das ist der Namenstag ist im August und da fängt die mit Färben an. Ja. Die letzten paar Jahre war das natürlich schon ein bisschen früher, dass sie gefärbt hat, aber wenn man dann aber meint, und das haben sie wahrscheinlich früher den Fehler gemacht, die haben dann die Rebsorte relativ früh gelesen, weil sie reif waren. Da haben Angst gehabt, dass die Vögel die guten Beeren wegfressen. Und dann kommen Weine raus, die halt eine unheimliche Säure haben, eine natürliche Säure. Und wir lesen sie normalerweise, die stehen ja bei uns auch im Lemberg in der Toplage. Und wir lesen die eigentlich immer, wenn wir mit Lemberger anfangen zu lesen. Und da hat man aber trotzdem nur genügend Säure und hat einfach nicht das Thema, was man beim Spätburgunder haben, dass man einfach so arg auf der Lesezeitpunkt achten müsste. Okay. Okay. Was findest du persönlich spannend an der Rebsorte? Ich habe übrigens bis vor einigen Jahren peinlicherweise Saint Laurent zu der Rebsorte gesagt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass sie St. Laurent heißt und war pikiert, als ich. Eventuell kommst du ja aus dem Elsass, dann wäre Saint Laurent Ah, dann wären alle vielleicht falsch wahrscheinlich wieder. Ja, gar genau, nicht können so wir ja ganz vielleicht gleich noch richtig. klären, wo die Provenienz sozusagen. Aber es scheint ja keine einfache Sorte zu sein, keine leicht handelbare. Warum machst du sie trotzdem? Warum hast du sie trotzdem bei dir? Weil ich finde, es ist ich bin Burgunder-Fan eigentlich von Rotweinsorte. Und St. Laurent bringt aber der hat so ein bisschen was Burgundisches. Man findet ja auch in so alte Schulbücher auch, dass der St. Laurent eigentlich ein Burgunder, eine Burgunderspielart ist. Aber man kann das ja heute relativ gut feststellen anhand einer Genforschung, dass der St. Laurent eigentlich überhaupt nichts mit Spätburgunder zu tun hat. Aber er hat trotzdem von der Traube, vom Blatt, vom Wuchs und auch später vom Geschmack, er hat so eine burgundische Art, die aber so ein bisschen mehr Beerigkeit mitbringt. Und es kommt auch immer so ein bisschen auf der Jahrgang an. Also, aber wenn man es so sehr reif werden lässt, dann geht halt der Spätburgunder, der für mich immer mehr so eine Sauerkirsche, wenn er gut gemacht ist, also so eine frische Kirsche, und der St. Laurent ist eher so eine knackige Süßkirsche.
Und wenn man so ein bisschen Verschlafer hat, dann wird es natürlich auch zur eingemeischten Kirsche. Das finde ich dann wieder uncharmant. Und das, was ich am St. Laurent unheimlich schätzt, der braucht einfach Zeit. Das sind Weine, die haben ein unheimliches Lagerpotenzial. Also auch jetzt der 19er oder wir haben jetzt letzte Woche der 20er gefüllt. Meistens schmeckt mir der Wein eigentlich persönlich richtig gut, wenn er dann eigentlich verkauft ist. Und dann eigentlich nochmal ein, zwei Jahre weiter, dann spielt er im Grunde genommen eigentlich so seine Vorteile aus, diese Kirschigkeit, diese Eleganz, diese zarte Frucht, die ja und dieses Rückgrat, was er hat. Und das ist so halt typisch eigentlich auch ein deutscher Rotweinstil. Mit der Fruchtigkeit, mit dem Säure-Würze-Spiel. Ja, Säure-Würze auf jeden Fall. Mhm. Wie erklärst du dir, dass so wenig andere Winzer sich an St. Laurent versuchen? Wir hatten es vorher, ich bin mir nicht sicher, ob es im Remstal überhaupt noch ein zweites Weingut gibt. Ich glaube, Kuhnlis hatten mal einen im Angebot. In der Pfalz kenne ich ein paar, aber sonst kenne ich eben nicht viele. Woran liegt das? Eben weil er so ein bisschen eine Diva ist? Es ist eine schwere Diva. Mein Vater hat immer geschimpft, wo ich die auch gepflanzt habe, weil der gehört natürlich auch noch zu der Generation, wo gern Traube sieht im Weinberg. Und ich sage immer, das ist so eine Rebsorte, die ist eigentlich in unserem Qualitätsdenken heute relativ bequem, weil die Erträge sind wirklich gering. Also es gibt eigentlich beim St. Laurent bei uns keine Grünlese. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso der nicht gepflanzt wird. Zumindest nicht auch in Betriebe, die halt für mehr oder weniger auch einfache Erträge oder hohe Erträge möchtet und einfache Weine, da eignet sich St. Laurent nicht, ne? Da bist du besser beraten, du pflanzt Lemberger, du pflanzt Zweigelt. Zweigelt ist ja quasi eine Kreuzung aus Lemberger und St. Laurent und da ist das einfach eine direkt richtige Rebsorte, die macht da einfach auch zu viel Arbeit. Also schon so ein bisschen so ein kleines Steckenpferd von dir eben, sich um die Sorte auch ein bisschen auszutoben, abzuarbeiten. Ja, das wird auch bei uns eine Spezialität bleiben. Ich war mal mit der Rebsorte auch ein paar Mal schon sehr auf Kriegsfuß, weil in dem Moment, wo eigentlich diese Kirschessigfliege bei uns aufgetaucht ist im Jahr 2014, dass die Trauben relativ früh reif sind und auch tief dunkel in der Farbe sind, ist die natürlich sehr beliebt bei dieser Kirschessigfliege. Und 2014 kann ich mich in den einen Weinberg immer, wo ich dann auch morgens mit rausgegangen bin, wo wir uns überlegt haben, ob wir es überhaupt lesen. Und ich habe gesagt, jetzt fangen wir mal zusammen an, weil da war jede Traube zum Sortieren. Aber wir haben was rausgekriegt und der Wein, wenn ich heute den 14er aufmache, dann muss ich sagen, der steht absolut gut im Glas. Das hätte ich in dem Jahrgang gar nicht erwartet, dass er gerade in so einem Jahr, wo man dann früh lesen musste, weil halt auch alles so ein bisschen kirschessig, also essigfaul behaftet war. Und dann hat es eigentlich wirklich auch viel Spaß gemacht eigentlich im Nachhinein. Aber ich habe dann, muss ich auch gestehen, 15 ein halber Weinberg gleich gerodet. Bei solche Sachen dann manchmal ganz schnell nach dem Herbst. Der muss weg jetzt. Wie viel sind jetzt noch übrig? Nee, ich war dann, die Anlage waren halt arg alt und ich habe dann gesagt, nee, das tun wir nicht jedes Jahr an. Und dann haben wir aber nicht genügend Rebstöcke gekriegt, weil dem ist die halbe Anlage stehen geblieben. Also ich habe jetzt noch eineinhalb Weinberge, St. Laurent. Danach war das mit der Kirschessigfliege gar nicht mehr so ein Thema, bis auf im letzten Jahr war es natürlich auch sehr problematisch. Am Anfang von der Lese haben wir auch ähnliche Probleme gehabt wie 14. Das, wenn du das einmal gut überlebt hast, bist du beim zweiten Mal auch ein bisschen lockerer damit. Also ich habe jetzt nicht den Rest auch voll gerodet. Also das war jetzt dieses Jahr kein Grund. Und muss ja auch sagen, auch der 21er gefällt mir jetzt im Keller auch ausgesprochen gut, obwohl es wirklich auch problematisch war von der Lese her und von der Folge. Wirklich toll, Kilian, dass du den St. Laurent rausgesucht hast. Ich meine, man hätte ja auch wegen einen Burgunder einfach nehmen können, wo ja jeder weiß, wie großartig du darin bist. Aber das gerade ist ja wirklich mal, wahrscheinlich auch für viele Zuschauer eben
was echt toll ist. Und ich finde, man kann ihn auch, wenn ich ihm auf jeden Fall nicht abspreche, dass man ihn gut noch liegen lassen kann, jetzt schon gut trinken. Er funktioniert jetzt schon. Er ist nicht zu sperrig oder so. Er ist jetzt gar nicht so verschlossen, finde ich, dafür, dass er noch relativ jung ist. Na gut, relativ jung ist 19, klar. Wir haben auch schon 22 jetzt, gell? Das vergesse ich immer. Du kennst mich ja dabei. Also der ist jetzt ein gutes Jahr auf der Flasche. Mhm. Und das tut mir immer eigentlich gut. Also der fällt mir dann wirklich direkt nach dem Füller, gefällt mir immer nicht besonders. Da denke ich immer, nee, das ist zu sperrig. Aber ein Jahr auf der Flasche und dann hält er trotzdem noch so eine Jugendlichkeit. Und das ist ja so ein Ausbaustil. Im Tonneau ausgebaut, im 500-Liter-Fass, kein neues Holz. Da will man ja gar nicht so einen Wein so vom Fass prägen, sondern eigentlich der soll einfach vom Weinberg und von der Sorte geprägt bleiben. Absolut toll. Wenn wir mal zu deiner Philosophie übergehen, du bist ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren auf dem grünen Pfad unterwegs, bist schon sehr lange, wirtschaftest du ökologisch. Heutzutage ist es nichts Besonderes mehr. Heutzutage erzählt dir jeder Winzer, die Arbeit muss im Weinberg geschehen, nicht im Keller. Heutzutage macht jeder, auch wenn er kein Zertifikat hat, überwiegend eigentlich ökologisches Arbeiten, zumindest ab einem gewissen Niveau. Du machst das schon seit, ich glaube, 15 Jahren oder sowas in der Art, glaube ich, grob. Ne? Ja. Warum war das so wichtig? Also warum hast du so früh die Weichen eben in diese Richtung gestellt? Ja gut, ich wollte eigentlich kurz, ich habe ja Techniker gemacht von 88 bis 90 und 1990 hat Weinsberg, also quasi die Lehr- und Versuchsanstalt, Burg Wildeck als herausgenommen von ihrer Fläche und haben die ökologisch umgestellt. Mhm. Das war in der Zeit, wo ich da unten quasi auch in der Schule war und eigentlich wollte ich von der Schule zurückkam, sofort der Betrieb auf Bio-Umstellung. Mich hat das einfach damals eigentlich schon so innerlich überzeugt, dass das der richtige Weg ist, mit der Natur umzugehen, mit Trauben umzugehen, mit der Qualität umzugehen. Im Grunde genommen ist ja das Bio nichts anderes, dass man eigentlich wieder zurückgegangen ist, was unsere Großväter gemacht haben, nicht unsere Väter, sondern unsere Großväter. Die haben bis es einen modernen Pflanzenschutz gab, bis es Mineraldünger gab, haben die ja die Weinberge im Grunde genommen eigentlich biologisch bewirtschaftet, haben gehackt, haben Erde reingetragen, haben natürlich auch mit dem Pflanzenschutz zu kämpfen gehabt. Und das war vielleicht auch mein großes Glück, dass ich auch 1990 nicht sofort umgestellt habe. Ich habe 96 dann den Betrieb von meinem Vater übernommen. Also das wäre damals bei uns einfach auch ein Generationenkonflikt gewesen. Den haben wir auch in andere Bereiche ausgetragen. Aber das wär damals eigentlich wär das auch nicht gut gegangen, weil wir als Wengerter nicht gut genug unsere Anlage geschafft haben. Also von der Handarbeit, von der Traubenfreistelle, da wäre auch viel zu wenig Erfahrung da gewesen, was guter biologischer Weinbau anbetrifft. Und da hätte man wahrscheinlich auch Lehrgeld zahlt. Und wir haben dann 2009 haben wir uns zertifizieren lassen, oder seit 2009 sind wir zertifiziert. Und der Grund der Zertifizierung war, wenn wir dann eigentlich so Anfang des Jahrtausends schon sehr bio bewirtschaftet haben. Aber der Grund war, der Zertifizierung war eigentlich letztendlich genau das, dass halt eigentlich jeder mit diesem Bio-Thema um die Ecke schimmelt. Und damals ging das so los. Und ich habe dann auch dann gesagt, ich spreche nicht nur davon, sondern ich lasse mich auch kontrollieren. Also ich lasse mich auch zertifizieren, weil das ist einfach auch nach außen eine Aussage. Ja. Wir können alle nicht von Glyphosat frei reden und sonst noch was und dann irgendwo, wo es problematisch ist und eine Steillage macht, muss dann doch still und heimlich. Und es geht halt in der Zertifizierung nicht. Und ich habe damals auch 2009, wo die Zertifizierung dann durch war, ich habe schon auch für die Steillagen große Sorge gehabt. Ich wollte am Anfang eigentlich den Betrieb auch noch für zwei teilen. Gesagt, die Steillage nehme ich raus, da will ich einfach auch die Möglichkeit haben, wenn es kritisch ist, auch vom Pflanzenschutz, vom Fahrer,
einfach aus Sicherheitsgründen war das so mein erster Gedanke. Und mir hat jeder davon abgeraten, weil du halt zwei Systeme im Betrieb hast. Und das ist auch, das wäre absolut falsch gewesen. Und ich rate auch jedem anderen Betrieb, die sich jetzt die letzten paar Jahre voll dazu entschieden haben, weil sie genau auch in diesem Steillagerweinbau große Sorge tragen, wie das auch in der Praxis geht, davon ab, das wirklich rauszunehmen, weil da wird man nicht glücklich. Das muss, mir hat es eigentlich auch eines gebracht, letztendlich, irgendwann ist der Kopf da damit auch freier. Du bist nicht mehr so abhängig von der Industrie, die dir mit irgendwelchen Hochglanzprospekten sagt, wie toll deine Traube aussehen, wenn du dies und jenes hinspritzt. Auch die ganze, man geht auch im Keller ganz anders damit um. Da fehlen dann nämlich auch die Hochglanzprospekte, was man alles so in Wein reinschmeißen kann. und im Grunde genommen, ja, man macht ja nichts anderes wie eigentlich die Urahnen. Und für uns ist ja eigentlich Bio auch kein großes Vermarktungsinstrument. Ich sehe bei uns auf der Etikette auch sehr klein drauf. Für mich ist Bio eigentlich ein Standard, wie es einfach, wie man einfach in einem Luxussegment in der Landwirtschaft eigentlich mit seinen Ressourcen umzugehen hat. Du hast gerade gesagt, dass es auch ein Sicherheitsgrund war für die Leute, die jetzt keinen Weinberg haben. Kannst du da vielleicht erklären, was da gefährlich dran ist? Ja gut, wir haben ja letztes Jahr einen Bio-Pflanzenschutz. Das bedeutet letztendlich, vor jedem Regen und nach jedem Regen musst du halt einen Schutz auf die Blätter kriegen. Das sind zwar nur homöopathische Mengen, weil wir halt einfach kein Pflanzenschutzmittel haben, das in die Reben reingeht, also keine systemische Wirkung hat. Ein konventionelles Mittel ist in der Pflanze drin, wirkt quasi in der Zuwachs, wirkt natürlich deutlich regenfester und das kann ein Bio-Pflanzenschutz einfach nicht gewährleisten, weil wir ja auch, wir versuchen das zwar durch Anhaftmittel, also durch Lecithine, zum Beispiel durch, jetzt ist gerade Winter, bin jetzt auch im Pflanzenschutz drin, man merkt es gleich, aber das sind man versucht durch viele Mittelchen eigentlich diesen eigentlichen Wirkstoff an die Pflanze mehr hinzukleben, so muss man es eigentlich erklären. Aber letztendlich, wenn das so ein Sommer ist wie 2021, wo es jede Woche regnet und jede Woche reichlich regnet, dann wird es irgendwann schwierig. Und im Steillagerweinbau ist halt so Pflanzenschutz, dann wird es irgendwann mal rutschig und gefährlich. Und das war so ein bisschen. Auch 2021 haben wir auch viele Betriebe, wo umgestellt haben, auch der Rückzieher gemacht. Wenn du mal umgestellt bist, machst du nicht mehr so leicht den Rückzieher, weil fängst du wieder von vorne an, weil wir sind ja 3 Jahre in der Umstellung. Aber 2021 war eigentlich kein gutes Jahr, mit Bio zu beginnen. Auf der anderen Seite, wenn man das Jahr geschafft hat, dann schafft man die andere auch. Schlimmer kann es sein, kommen. Wobei, wollen wir mal lieber auch nicht zu früh solche Aussagen treffen. Nur zum Einordnen, ein paar andere Winzer haben mir gesagt, wenn du nach dem Regen übers Gras im Steilhang fährst, das ist wie wenn du mit dem Trecker auf der Skipiste fährst. Also da kommt man relativ schnell ins Rutschen. Okay. Und der Rainer Schneidmann, den hat es ja letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube, vorletztes Jahr hat er sich den Fuß gebrochen, glaube ich, oder? Im Lemmler auch. Ja. Ein erlebnisreicher Weinberg, hat er damals gesagt. Ja. Das Biologische, und das ja schon so lange biologisch arbeitet, ist ja aber nicht das einzig Besondere an eurem Betrieb. Ich finde es so spannend beim Weingut Heidt, dass du den Betrieb ja übernommen hast. Und das war zwar damals auch ein weinproduzierender Betrieb, aber ja kein reines Weingut, sondern ein Mischbetrieb. Und ich stelle mir dann so eine Übernahme, wenn man eigentlich Wein machen möchte, extrem schwierig vor, wenn man eigentlich was rausschmeißen möchte, wovon man ja lebt. Ja, schmeiße ich jetzt zuerst die Schweine raus oder die Hühner? So, also wie hast du die Umstellung gemacht? Wie hast du dich da eingefunden? Entschuldigung. Die haben abdachlosen Schweine. Also ganz so heftig war es jetzt nicht in meinem Zeitalter, aber gut, es war ein guter Heidelberg, im Grunde genommen wie alle anderen
Betriebe auch in Württemberg. Das waren Betriebe, die Gemischtbetriebe, die von auch in diesen Nachkriegszeiten, aber ich auch ganz interessant, dass er natürlich in diesen Nachkriegszeiten auch durchaus nur demeterfähig gewesen wäre, weil es eigentlich Betriebe waren, die ganzheitlich gedacht haben. Also die Kuh im Stall, die war der Dünger, und die Kuh war aber auch in diesen Weinbaubetrieben auch das Zugpferd, weil Pferde konnten sich nicht leisten, weil die haben keine Milch gebracht und waren wirklich nur Zugmaschine. Und von meinem Vater gibt es nur Bilder, wie wir mit dem Kuhgespann quasi im Hof steht. Und im Grunde genommen war das wirklich so ein ganzheitlicher Ansatz. Aber die Betriebe, da gab es auch immer so einen Spruch, dass der Morgen Weinberg, das sind quasi 30 A Weinberg, der war so viel wert wie Kuh im Stall. Und das war aber auch so für die Menge, dass das alles miteinander funktioniert hat. Ja. Die haben alle vielleicht außerhalb Hektar Wengerkit und dann 5 Kühe im Stall gehabt. Und das waren dann aber schon die großen Betriebe. Bei uns waren eigentlich die Betriebe auch wegen dem so aus, letztendlich vielleicht auch solche Gemischtbetriebe, weil es ist ja in der Erbfolge immer real geteilt worden. Es ist ja immer alles zerstückelt worden, bis es nicht mehr zum Zerstückeln war. Und wegen dem waren die Betriebe natürlich auch auf die Kuh und auf die Schweine angewiesen, weil von denen hat man eigentlich gelebt, konnte auch davon essen, weil der Weinbau war ja oft gar nicht so sicher. Das ist entweder verfroren oder man hat den Pflanzenschutz nicht im Griff gehabt oder. Also das ist erst dann in den 60er, 70er Jahren eigentlich dann in der Bedeutung zugenommen. Und dann war natürlich auch jetzt, wenn man das jetzt in Fellbach unterbricht, mit dieser Nähe zu Stuttgart, ging dann bei meinen Eltern, war dann auch natürlich ein bisschen Ackerbau, war immer wichtig, auch um auch Futter für die Kühe zu haben, auch diese war wichtig, aber später dann ist der Ackerbau eigentlich mehr zum Obstbau und zum Gemüsebau geworden in der Direktvermarktung. Ja. Und also ich kann mich in meiner Kindheit noch an einen Schweinebau zum Betrieb erinnern, kann mich immer noch erinnern. Die sind dann aber, bis ich dann jugendlich war, war das dann schon lang vorbei. Also das sind wirklich so Kindheitserinnerungen. Und dann war der Betrieb später eher so ein bisschen Gemüsebau, Obstbau, Weinbau, schon auch Flaschen. Aber letztendlich habe ich einen Betrieb übernommen mit, 70% Trollinger im Anbau und 95% davon ist in der Literflasche vermarktet worden. Ja. Das ist heute ja nicht mehr ganz so. Wie lange hat das gedauert? Weil ich meine, da prallen ja, wie du ja auch vorhin schon angedeutet hast, eben Welten aufeinander. Da kommt jetzt ja der Sohn und der kann ja auch nicht alles von jetzt auf gleich umschmeißen. Du hast mir auch letzte Mal erzählt, als wir uns gesehen haben, dass es ja natürlich auch Kunden waren. Die haben ja, also der Wein wurde ja auch verkauft in der Literflasche. Dann kann man ja nicht von jetzt auf gleich sagen, nichts da, ich schmeiß den ganzen Mist raus. Also wie hast du das so, wie hast du diesen Balanceakt so geschafft? Ja, das ist natürlich auch. Die Kundenstruktur ist ja meistens eigentlich in dem Alter vom Betriebsleiter. Interessante These, ja. So ist jetzt auch wahrscheinlich auch, wenn du unsere Kunden so in der Schnittmenge siehst, die werden auch alle irgendwo so um die 50 rum sein mittlerweile. Ich habe natürlich dann mein Vater hat ja dann auch, der hatte ja nicht das Glück, dass er eine Ausbildung genießen konnte. Der ist 1945 war die Schule rum bei ihm, da war der 14. Und mein Großvater war in Gefangenschaft und mein Vater musste sich das alles selber beibringen, so mehr oder weniger in der Winterschule. Da gab es dann Bauernschule oder auch in Weinsberg gab es Kurse. Und wegen dem hat er eigentlich mir relativ schnell, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, der Keller überlassen und hat gesagt, du hast das gelernt, mach du das. Da hatte man auch relativ wenig so einen Generationenkonflikt, zumal er natürlich auch wusste, dass ich eigentlich auch 1990 die Kellerwirtschaft auch noch sehr traditionell gelernt habe. Also das war schon ein sehr, sehr klassischer Ausbaustil. So wie man heute mit im Keller mit den
mit den, oder im Herbst mit der Traube oder auch im Keller mit den Jungweinen, mit Most umgehen, wird sich wahrscheinlich mein Kellerwirtschaftslehrer im Grab umdrehen, wenn er das wüsste, dass wir da alles anders machen, wie das so in dieser klassischen, ja, können wir auch nicht anders sagen, 70er, 80er Jahre halt sehr technologisch eigentlich reinzumachen. Und so hat sich da schon eigentlich so manches verändert und ja, von der jetzt muss man noch mal geschwind helfen, was eigentlich der ursprüngliche Frage war. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Ja, ich weiß es in der Tat noch. Wir waren bei den Schweinen stehen geblieben. Nein, wie der Übergang eben klappte von, ne, ganz zugespitzt vom Trollinger in der Literflasche zum VDP-Mitglied, wenn man es jetzt mal stark zusammenfasst. Ja, ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, weil das eigentlich auch ein bisschen so die Geschichte ist. Also auch die Schwierigkeit, und das ging es ja gerade aber auch noch, wie geht man mit den Kunden um, die quasi einen Sack Kartoffeln kriegt, eine Kiste Äpfel kriegt, einen halben Sack Zwiebeln kriegt, 30 Eier kriegt, aber und dann kriegt sie aber auch noch 15 Flaschen Trollinger. Und das hat mir alles quasi den Kunden in meiner Jugend noch, kann mich gut daran erinnern, wir haben auch viele Kunden da auf dem Killesberg gehabt. Und der Killesberg ist von dem her gesehen für mich nicht so eine gute Erinnerung, weil da gibt es auch viele Hanglager. Also da ist zuerst mal 50 Treppen hochtragen, um im Haus dann wieder 20 nach unten zu tragen. aber mit der Kundschaft bist halt quasi, hast auch das nötige Kleingeld verdient, um den Betrieb zu entwickeln. Und auf der anderen Seite hast du aber, wir waren jung, man hat Sachen gemacht, man hat auch so eine meine Generation gefunden, wo das auch spannend fand, was in Württemberg so entsteht. Und das war im Grunde genommen ja auch der Start auch für, ich wollte als junger Kerl immer fetten Rotwein machen, also so internationalen Rotwein. Ja. Das ist das Thema St. Laurent gar nicht so unbedingt dazu, weil das war dann schon wieder 10 Jahre später eigentlich, wo ich dann dachte, nee, das ist eigentlich nicht so der richtige Weg, wir müssen eigentlich deutschen Rotwein machen. Mhm. Und so hat sich der Betrieb entwickelt und ich kann mich noch gut erinnern, dass mein Vater dann, ich habe dann Anfang in den 90er Jahren, habe ich zum gesagt, ich hätte gerne einen Barrik fast. Dann war mal sein Kommentar, ja natürlich, kannst du eins bestellen, aber es kam auch so eine Aussage, vor 10 Jahren habe ich die letzte Fässer hochtragen und du tragst sie wieder runter. So war es eigentlich unverständlich. Aber ich habe da relativ viel Freiheit gehabt und konnte den Betrieb da eigentlich in so einem, ja, nicht ganz so leicht so ein Spagat immer zu gehen, weil du hast natürlich auch diese alte Kundschaft manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aus dem Grund war mir eigentlich immer so ein Thema Trollinger bei uns schon lange auch noch sehr wichtig. Ja. Ich glaube, was du schilderst, kennt auch zum Beispiel jeder Sternekoch, der das Restaurant seiner Eltern übernimmt, das früher eben ein ganz normales Wirtshaus war. Und er kocht immer ein bisschen besser und irgendwann kommt der Stern und dann kann man da eben keinen Stammtisch mehr machen und Skat spielen, sage ich mal. Ne? Das ist, also man verliert immer welche auf dem Weg, so würde ich mal sagen. Ja. Aber man bekommt neue dazu. Ja. Aber ja, zu dem, was du Ich habe schon auch immer jetzt in dem Weg, auch sagen wir mal, auch in dem Weg zum VDP-Betrieb oder auch später, schon eigentlich immer einen großen Wert drauf gelegt, so auch die Kundschaft mitzunehmen, mit der ich eigentlich groß geworden bin, die mich da immer begleitet haben. Weil auch, es kann sich ja nicht jeder jeden Tag für 20 Euro eine Flasche Wein leisten. Und das ist schon so ein Thema, wo. Ja, Wein muss ja auch Spaß machen, muss auch für jeden auch ein Stück weit erschwinglich sein. Und waren meine Gedanken auch heute noch viel bei den Kunden, die mich seit 30 Jahren begleitet. Wobei man heute natürlich auch nicht mehr so ein klassischer Stammkunde hat, wie das mein Vater noch hatte. Also die alle 3-4 Monate halt 5 Kistler, Holzkistler, auch 15 Flaschen Trollinger gekriegt haben. Das hat man heute eigentlich fast so nennen. Wobei die Stammkunden sind, man hat schon eine Stammkunde, aber sie fächern trotzdem, glaube ich, insgesamt weiter. Also wenn ihr heute mal bei uns Kunden in den Kofferraum reinguckt, wo sie gerade Samstag, wo sie herkommen, da. Das Aldinger Schneidmann halt. Das ist herrlich. Ja. Und man doch ja.
Genau. die Welt ist in Ordnung oder kommt das Rindstall vor? Aber das ist ja okay, das ist ja auch halt super, Ja, dass auch man auch richtig. so im Raum eigentlich auch solche Eben, eben. Qualität liefern. Man hat ja so viel Qualität eben auf engem Raum und man möchte ja auch gerne verschiedene Sachen eben probieren. Das ist Ja, ja so bei viele uns tolle nicht anders, unterschiedliche ne? Stile. Eben, eben. Oh, irgendwas, Markus, bei dir im Hintergrund. Ich habe jetzt gekocht, ich habe Hunger. Ja, also entweder wir müssen dann noch zum Essen vorbeikommen. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, Markus, wegen, du möchtest gern fette Weine machen, aber eigentlich geht es doch um deutsche Rotweine, passt eigentlich die Frage sehr gut aus dem Publikum, oder? Ja, Kannst mein du die lieber entziffern? Freund fragt, du machst ja großartige Spätburgunder. Inwiefern ist für dich das Burgund Vorbild? Sollte es das für deutsche Pinots überhaupt sein? Und welche Weingüter trinkst du diesbezüglich gerne? Also wir sind ja immer, irgendwann muss man ja erwachsen werden, auch mit deutschen Spätburgunder. Also das Burgund jetzt als großes Vorbild zu nehmen, dann ist ein Kopieren. Ich glaube, das wäre ein Stück weit falsch. Ich meine, wobei einmal die Woche Romani Conti zu öffnen, wäre ja nicht so verkehrt. Gibt's Schlimmeres? Gibt's Ja. Schlimmeres? Fällt einem zumindest mal vielleicht, ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt. Eigentlich von dem her gesehen, können wir sehen, das eigentlich gar nicht so arg als große Herausforderung. Mir waren die letzten paar Jahre unheimlich wichtig, eigentlich auch den eigenen Stil, was Burgunder anbelangt, eigentlich ja, ein bisschen zu manifestieren, zu festigen. Vielleicht auch ein Stück, weil wir sind aus dem Burgund manchmal diese Village-Weine zu rustikal. Das sagt dann zwar immer jeder, die muss 10 Jahre liegen lassen, aber die werden nach 10 Jahren sind die immer noch rustikal. Also bin mir da manchmal nicht so ganz sicher, ob das wirklich auch irgendwann mal gut ist. Aber mein Stil die letzten Jahre, auch wenn ich jetzt mein Goldberg sehe, also die erste Lage war eigentlich immer dann auch mehr so einen ganz eleganten, kühlen Burgunderstil zu machen, den gar nicht so alt aufladen. Beim großen Gewächs von mir aus schon aufladen, auch mit so einer. Also bei uns ist der Markus jetzt weg. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch hören könnt. Also wir können ihn weder hören noch sehen. Ja. Jetzt, halt. Seid ihr wieder da? Jetzt bist du Ja, wieder da. jetzt bist du wieder da. Perfekt. Jetzt seid ihr da. Warst gerade bei den GGs stehen Also mein geblieben. Das ist das eigenes Letzte, was wir Spielzeug. gehört haben. Ja, also das GG, da geht es so ein bisschen mehr darum, schon auch so eine Kraft, aber auch so einen eigenen Stil. Also wirklich diesen Lemmler schmecken zu lassen. Wir haben Käuferböden, wir haben sehr tonhaltige Böden. Das gibt den Weinen immer so ein bisschen auch mehr so eine Würzigkeit. Die Gerbstoffe, dieses Überextrahieren, lehne ich eigentlich mittlerweile sehr ab. Und ich achte auch gerade bei den GGs unheimlich drauf, gerade in eine hitzige, warme Lage, dass man die Trauben nur lesen, wenn sie auch nur prall sind, also wenn sie nur eine Spannung haben. Und dann sind gerade diese guten Burgunderklone, das sind leider natürlich oder zum Glück sind das diese französische Klone, das sind einfach sehr, sehr kompakte, dichtbeerige Trauben. Aber wenn man die dann mal aufknackt, also wenn man die so aufdreht oder auseinanderschneidet, merkt man, dass die innen drin natürlich immer auch so einen Anteil hellrote Beeren noch drin haben. Und das bringt so diese Frische und Eleganz rein in der Burgunder. Und das ist so, mir eigentlich wichtig wurde wirklich dazu sagen, wir müssen einen eigenen Stil hinkriegen und nicht irgendwie das Burgund kopieren. Sehr gute Antwort, finde ich. Und Dann sind was ich in Deutschland generell ablehne, das ist natürlich auch so ein altmodischer Stil oder auch so, wie wir vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren bald noch Wein gemacht haben. Oder wenn ich an 2003 mich erinnere, im ersten war mal hitziger Jahrgang und da sind wir im September rumgesessen und haben uns gefreut, dass die Trauben so schön reif sind und aber keiner ist auf die Idee gekommen zum Lesen. Und dann machst du, gerade beim Burgunder ist das halt völlig tödlich. Ein Burgunder mit 14% Alkohol, das ist was, wo du so Oh. einfach abgewöhnen kannst. Und dann noch 300% Neuholz drauf. Nee, das ist einfach, der Burgunder bringt auch so eine
so eine alkoholische Schärfe mit in der Wein. Der wird nicht Pfanne von runden Gerbstoffen, sondern der ist dann mit so spitze Gerbstoffen. Dann denkst du im ersten Glas, wenn er jung ist, dann denkst du immer noch, das ist ganz okay. Aber auch wenn das reifer wird, das wird nicht besser, das wird eher schlimmer, so ein Stil. Ja. Eine weitere Frage, die man, glaube ich, sehr eindeutig beantworten kann. Hast du das Gefühl, dass Württemberg deutschlandweit aktuell an Ansehen gewinnt? Ich nehme mal an, in der Weinwelt. Ja, wir haben es nicht ganz einfach. Württemberg, das muss man aber aus der Historie heraus sehen. Württemberg hat natürlich, wir haben es ja vorhin von diesen kleinen Betrieben gehabt, Württemberg hat nie eine Bedeutung gehabt in der Weinwelt. Deutschland oder auch international nicht, weil das waren immer kleine Betriebe, der Weinbau war nie so wichtig. Das ist alles hier Verortung geworden und das hat sich aber ja mit dem Zeitalter des Trollingers in dieser Nachkriegszeit, in diesen 70 bis 70er, 80er Jahre eigentlich genauso weiter manifestiert, dass eigentlich der Wein hier drum geworden ist. Und das könnte eigentlich heute nur so sein, wenn nicht irgendwann mal was anders passiert wäre, aber das wäre dann, oder wenn wir nicht irgendwann mal so ein bisschen so ein innerer Ehrgeiz bekommen hätten. Und ich glaube, dass wir international sind wir immer noch ein weißer Fleck in der Landkarte. International zählen wir eher als deutscher Wein und dann als ganz spannend, wo man heute wieder so eine Beachtung findet, weil dann wird einfach der Württemberg unbedeutend, dann wird einfach probiert und dann, wenn der Wein eine Aussage trifft, dann ist das international schon auch eine Aussage. Innerhalb Deutschlands haben wir nie den, sagen wir mal, Export aus dem Schwabenland gehabt und tun uns natürlich heute eigentlich schwer, in so Strukturen wie in Hamburg oder in Berlin irgendwo reinzukommen. Und da kämpft man immer natürlich nur gegen Trollinger, Lemberger, Halbdrucke durch Maischeritzen gejagt. Wir müssen da, oder auch die Zuwachsraten der letzten Jahre mit feinherben Rotweinen, also ich denke jetzt da mal an Dornfelder, Süß, ich habe schon gesagt, wenn er nicht aufpasst, dann wird er nur zum Lambrusco-Gebiet Deutschlands. das ist imagemäßig eine gute Arschwerte, dagegen anzukämpfen. Weil ein paar kleine Weingüter machen eigentlich nicht den Markt aus. Das ist richtig, ja. Nach VDP-Weingüter sind halt immer noch, wenn man jetzt sich die Gesamtzahl der Weingüter in Württemberg anschaut, ne, kann man das prozentual überhaupt darstellen, sozusagen. Also, es geht ja nicht mal um die Weingüter, es gibt ja genügend Genossenschaften, da gibt es natürlich auch gute. Aber der Markt ist halt ein anderer. Der VDP ist auch, sagen wir mal, in Deutschland auch in der Bedeutung relativ gering. Das ist international viel bedeutender eigentlich für deutschen Wein, wie jetzt hier in Deutschland direkt. Weil da sind wir dann halt auch in der Präsenz natürlich auch gar nicht so groß. International sind wir in der Präsenz eigentlich größer, anteilmäßig. Spannend, spannend. Eine andere Frage gab es, glaube ich, auch noch. Die habe ich sträflicherweise, obwohl es die erste Frage war, nach hinten angestellt. Mea culpa. Finde ich sogar vorher besser gepasst, weil du vorhin schon mal über die Böden geredet hast. Ja. Die Frage war, wie die Namen auf den Etiketten zusammenkommen. Und wir haben den jetzt als Steinmergel St. Laurent oder Saint Laurent, je nachdem, gelistet. Es gibt ja auch andere Weine, zum Beispiel der Trollinger heißt Tadellos. Ich denke mal, Steinmergel geht auf den Boden zurück. Das Tadellos vom Trollinger hat einen anderen Hintergrund. Wie kommen die Namen denn zustande? Gut, wie kommen auch diese Sprüche auf den Flasche zustande? Steinmergel steht bei uns im Grunde genommen für die Klassifikation Ortsweine. Wir schaffen es nur nicht. Ich könnte jetzt hier bei dem St. Laurent könnte ich Ortswein machen, der steht im Freibacher Länder. Darf auch Länder nicht draufschreiben, weil der ist ja quasi vorgesehen für die große Gewächse. Könnte aber ein Fellbacher Ortswein draus machen. Aber durch das, dass wir natürlich auch viele Weinberge im Rimstal haben, haben wir einfach ein Problem in dieser Klassifikation. Dann fangen wir mit Ortswein an und dann fangen wir mit Gutswein Plus an. Und so ist das eigentlich bei uns entstanden, dass man gesagt hat, alles, was außerhalb der Klassifikation ist, die in so einen Ortsweincharakter haben, also kein neues Holz, sondern einfach auch sehr lebendige Weine, das sind die Steinmergelweine.
Und Steinmergel ist im Grunde genommen ein Wortbegriff aus Mergelböden. Also wir haben ja hier in den Käuferschichten den unteren Bundemergel und den oberen Bundemergel. Und wenn man eigentlich in diese Käuferschichten reingeht, der Käufer ist ein Urgestein. Also ich fand es auch ganz spannend bei Stuttgart 21 beim Tunnelbau, dass die ja da auf die Filterstricke hochschieben, die quasi kommen die ja auch voll durch diese Mergelschichten durch und die bauen die Tunnel ohne Abstütze. Also die bohren durch und betonieren ihr hinterher in aller Ruhe aus. Also das ist da im Untergrund dann wie Gestein. Und wenn bei uns aber diese Käuferböden zum Boden werden, also wenn das Urgestein zum Boden wird, dann verbrechen die ja schon fast wie Schiefer. Und es gibt ja auch einen roten Mergel und es gibt einen grünen Mergel. Das sind so die von der Farbe her im Hang immer sehr unterschiedlich, aber gerade bei dem grünen Mergel hat man manchmal beim Urgesteinboden fast das Gefühl, das ist ein schiefriger Boden, aber es ist ein reiner Kälberboden. Und ich glaube, die Frage, wie jetzt gerade nochmal erwähnt wurde, zielte eher auf die Texte ab, die auf manchen der Weine stehen. Was ja durchaus untypisch ist, was steckt da dahinter? Also wir haben ja schon viele Jahre eigentlich, wenn man die Flasche jetzt auf die Seite dreht, so eine Weinbeschreibung. Ja. Und ich habe irgendwann mal gesagt, ich mache keine Weinbeschreibung, wo draufsteht, dieser Wein passt zu Fisch und Fleisch und sollte bei 18 Grad getrunken werden. Wir haben immer versucht, eigentlich mit diesen Texten, wir sind immer so in ein Brainstorming gegangen und haben gesagt, was sagt uns dieser Wein so aus? Was ist uns an diesem Wein wichtig? Und jetzt haben wir eigentlich, wo wir die Etikette nochmal umgestaltet haben, haben wir gerade bei den Gutsweinen und bei den Ortsweinen immer einen Teil von diesem Text quasi rausgenommen. Und bei dem St. Laurent steht jetzt drauf, seine ungestüme Jugend behält er lange. Und das hat einfach, was ich am Anfang schon gesagt habe, mit dieser, so ein Wein, der braucht Zeit und hat ein gutes Reifepotenzial. Das ist für mich so eine Grundaussage bei so einem Wein. Und das steht jetzt quasi vorne auf dem Etikett drauf. Beim Trollinger Tadellos steht zum Beispiel als großer Text steht drauf, locker und unbeschwert kommt um die Ecke. Und dann steht aber drunter Tadellos. Das war eigentlich für mich eigentlich eher so mal eine Aussage, weil dieser Trollinger ja immer so ein bisschen lächerlich gemacht wird. Aber Tadellos ist eigentlich jetzt nicht ein Sprach, das ist für mich so ein Wort, der ist ohne Tadel. Jeder soll sich doch bitte sein eigenes Urteil bilden. Das ist ein typisch deutsches Lob, tadellos, dass man eigentlich davon ausgeht, dass es per se etwas zu tadeln gibt, genau, aber es gibt nichts zu meckern. So, ja, das ist ich fand ja, du musst ja heute jedes Etikett, bei uns die Weinkontrolle ist eigentlich am meisten damit beschäftigt, um den Verbraucher zu schützen, so muss man sagen. Ja, ja. Und dann kommst du dann eigentlich mit so einem Wort bei dem Trollinger mit tadellos. Ich möchte meinen Trollinger gern tadellos nennen. Und du darfst ja keine beschreibende Wörter auch nicht in so einem Begleittext haben. Also wenn in so einem Begleittext stehen würde, dieser Wein ist leicht und süffig oder leicht und locker, dann ist dieses Wort leicht quasi, suggeriert quasi dem Verbraucher, dass er wenig Alkohol hat. Weil dem muss das Wort leicht runter. Auch in einem Begleittext. Und bei Tadellosen, dann dachte ich, kann ich das machen? Ich frage jetzt zuerst mal Weinkontrolle. Und dann sagt er zu mir, der hat überhaupt kein Problem. Der Wein hat eine Qualitätsweinprüfung. Der ist geprüft worden. Der hat eine Analyse bekommen. Der hat eine sensorische Prüfung bekommen von einer Kommission, die staatlich quasi geführt wird. Und somit ist dieser Wein tadellos. Vielleicht ist das Schlupfloch, in dem man dieses Beamtendeutsche, dieses bürokratische Deutsch für die Weinbeschreibungen eher benimmt, weil da die Prüfer nichts gegen sagen können. Nee, für mich ist eine klare Aussage, wo ich zuerst dachte, bevor man das druckt, frage ich zuerst mal, weil es ja, ist ja, eine ja, ja. Aussage. Du sagst ja, dieser Wein ist tadellos. Ja, ja. Aber er sagt, natürlich ist dieser Wein tadellos, weil er hat eine AP-Nummer.
dürftest du jetzt wiederum meiner Meinung nach nicht machen, wenn du das jetzt machst bei einem schwäbischen Landwein oder bei einem deutschen Wein, also ohne AP-Nummer. Weil wer sagt jetzt, dass dieser Wein tadellos ist? Das behauptest ja dann nur du. Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich wäre es dann verboten. Also wenn der Trollinger jetzt quasi als Landwein gefüllt wurde, hätte jetzt nicht funktionieren. Nee. Aber das mit den Etiketten, das ist auch immer eine ganz gefährliche Sache. Also bei uns wird auch geprüft. Also es werden Stichproben mitgenommen von Flaschen. Und dann wird sich in irgendeinem Ministerium wahrscheinlich das Etikett angeschaut und dann wird gesagt, der Alkoholgehalt ist zu klein gedruckt, die Buchstaben müssen eine Höhe haben von 2 Millimetern, oder? Deswegen habe ich vorhin schon Angst bekommen, wo du gesagt hast, dass ihr das Bio-Logo so klein abdruckt. Das habt ihr geprüft. Das habt ihr bitte geprüft. Das passt aber, das passt alles, ja. Okay, gut. Nee, aber du, wenn du ein neues Etikett machst, musst du wirklich zuerst mal prüfen lassen. Das ist, da gibt es auch, wenn es drauf ist, ist es drauf. Und wenn das nicht verkehrsfähig ist, dann ist der Wein nicht verkehrsfähig. Ja. Wenn da irgendein kleiner Fehler drauf ist. Also das ist schon eine ziemlich harte Nummer, was da gefahren wird. Denn. Ja. Es ist tatsächlich auch noch eine Frage gekommen. Ja. Und zwar, welches Remstaler Weinfest empfiehlst du in diesem hoffentlich nicht Corona-Sommer? Welches Remstaler? Müsst ihr eigentlich als Fellbacher, muss ich sagen, Fellbacher Herbst? Klar. komm ich nicht drum herum, aber sonst, ich muss ja eigentlich auch gestehen, dass ich auf den. Gibt ja in jedem Remstalort ja auch klassisch so eine Kürbe. Viele Betriebe machen ja auch eigene Geschichte. Aber ich muss wirklich gestehen, dass durch das, dass wir viele Jahre Großfelder Herbst gemacht haben, das hat mir dann immer das ganze Jahr gereicht, das eigene Fest, dass ich freiwillig auf eins gegangen bin. Ich bin da nicht der große Rockerzell-Fan, also von dem her gesehen. Wobei mir jetzt ein Stück weit nach 2 Jahren Corona fällt mir das schon auch. Also wo man sich jetzt langsam wieder freut, diesen Sommer. Ich hoffe, dass man wieder ein bisschen mehr geht und einfach auch diesen Kontakt, auch diesen direkten Kontakt zu den Kunden und ja, zu den Weinfreunden wieder findet. Und auch in dem Jahr, wo ja auch die Gartenschau, das war ja nur vor Corona, ich meine, da war ja das Remstal echt auch toll belebt, auch mit verschiedensten Orten, der klar Hebacher Kopf und eigentlich ganz schöne Geschichte, so in der Weinberge. Unkomplizierte Sache. Mehr vorbeigegangen. Echt, ja? Die Gartenschau. Aber da wird man Markus Heitz sogar dieses Jahr mal wieder auf eine Hockitze vielleicht antreffen. Das sind erfreuliche Nachrichten. Vielleicht noch eine blöde Frage. Wie freut sich ein Winzer darüber, wenn die ganzen Weinfeste immer während der Lese veranstaltet werden? Ja. Also gut, die ganze Weinfeste, eigentlich ist der Fellbacher Herbst ja wirklich bei uns, war immer mitten in der Weinlese, jetzt mit dem Klimawandel haben wir es auch ein paar Mal geschafft, dass wir eigentlich fast fertig waren, aber du hast dann 4 Wochen, 5 Wochen harte Weinlese hinter dir und im Keller hast du auch noch einen Haufen Geschäft und dann kommt so ein Fellbacher Herbst mit 500 Leuten, wo bei uns im Betrieb gesessen sind und 500 sind noch vor dem Betrieb gestanden, wo du dann auch gedacht hast, das ist schon eine Ausnummer, das irgendwie zu rocken und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder einen gibt, aber ich glaube nicht mehr, dass wir es in dem Maß nochmal machen, wie wir es davor gemacht haben. Jetzt haben wir auch eine Chance, zumindest ein bisschen kleiner zu stricken, vielleicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen hochwertiger, aber vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen anders. Also mir ist auch beim Speisen, wir haben ja auch bisher am Fellbachschel immer selber gekocht und so, und das will ich eigentlich auch weiterhin machen, weil ich finde, das ist ja Hockitze, das muss auch so ein einfaches Essen dazu auf der Tisch, aber wir sind Biobetrieb, sehr da im Grunde mal auch gastronomische, ganz klare Richtlinie, was für Nahrungsmittel dann auf den Tisch kommen. Und
Und das wollte man dann aber auch nicht mehr in so einem großen Stil schaffen. Aber ich sehe dann schon, ja, es ist halt mittel in der Lese oder ist am Schluss von der Lese. Und die Weinqualität sollte nicht leiden, wenn so ein Fest während der Weinlese stattfindet. Da ist was dran, da ist was dran, so hart es klingt. Ja, ja. Aber vielleicht haben wir auch oft in viele Jahre das Glück gehabt, dass wir haben ja im Verbrauch, wir haben ja eine Woche immer nicht lesen können. Und vielleicht war das ja manchmal so ein bisschen der Erfolg des Feuerbacher Weines, was manche Sachen auch ausgesessen hat. Ha, diese eine Woche, ja. Ja. Die ist interessant, ja. Wo Kriegsentscheidung sei. Markus, ja. Wie du siehst, ist sogar schon seit geraumer Zeit unsere Flasche leer. Die Gläser auch. Die Gläser auch. Und das ist natürlich traditionell das Ende unserer schönen Sendung. Vielen, vielen Dank, dass du dich zugeschaut hast. Ich habe es nicht ganz geschafft. Also, ihr seid aber du schienst mir sehr bemüht. Also ich würde auch sagen, das war tadellos, der Einsatz. Danke. Toll, dass du dabei warst, Markus. Das hat viel Spaß mit dir gemacht. Also, definitiv. Ich fand es sehr informativ. Ja. Vielen Dank an alle Zuschauer auch. Markus, hoffentlich bis bald wieder in real, aber ich gehe fest davon aus. Nächste Woche trinken wir was, Kilian. Was Spannendes auch wieder, gell? Aber wir ja, trinken immer jetzt was tatsächlich Spannendes. Den Gomaris. Ja, ja, richtig, ja. Richtig. Darauf kann man sich freuen aus Galizien, oder? Genau, Abadía de Gomaris von Coto de Gomaris aus Galizien. Ein spannender, gemischter Satz. Ich glaube, gemischter Satz. Aus einer wirklich kühlen Region, was man aus Spanien sonst gar nicht kennt. Und die Woche drauf gibt es ja. Dieses Mal eine kleine Flasche, aber dieses Mal mit ein bisschen mehr Bums. Einen weißen Port von Alves de Sousa. Ein unfassbares Getränk, eine unfassbare Geschichte dahinter. Ja. Da muss man immer einschalten, das ist völlig klar. Aber auch das übernächste Woche ist der Wahnsinn. Ich freue mich drauf. Brauchen wir eigentlich was zu essen dazu. Ja. Noch vielleicht eine Frage. Ich hätte jetzt richtig Bock, mit dem Wein da noch eine Flasche aufzumachen und einen richtig leckeren Zwiebelrostbraten dazu zu essen. Was isst du am liebsten? Passt gut, glaube ich. Zum St. Laurent. Ja, ich wär jetzt auch schon eher bei so einem Fleischgericht. Es kann Zwiebelrostbraten ganz klassisch schwäbisch sein, aber ist aber auch so ein Wein, der geht. Auch zu Linse mit Spätzle hätte jetzt auch keinen Schnaps dazu. Ja. Stimmt. Ja. Oder ja. Im Sommer leicht gekühlt zum Grillen. Geht immer gut. Also das Frühjahr kommt und der Grill kann demnächst mal angeworfen werden. Ja. Ich glaube, das könnte auch gut passen, ja. Das ist definitiv. Salzitscham mit Rosmarin, frisch vom Grill. Okay, jetzt müssen wir leider aufhören. Okay, alles klar. Wir müssen Essen auftreiben jetzt. Ich hab jetzt auch. Ja. Das freut mich. Dann Markus, einen guten Hunger dir. Vielen Dank fürs Kommen. Bis ganz bald. An alle Zuschauer, gesund bleiben. Nächste Woche wieder einschalten. Das war der Kilian. Das ist der Björn. Schönen Abend euch. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank euch allen und bis bald. Ja. Gerne, gerne. Prost. Bis dann. Ciao, ciao.